Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir hatten beantragt, für jedes Kind ein kostenfreies und gesundes Mittagessen einzuführen. Und diese Debatte hat sich einzig und allein um Punkte gedreht, warum es nicht geht. Keiner von Ihnen hat gesagt, wie wichtig dieses Thema eigentlich politisch ist und wie es gehen könnte. Und das erstaunt mich eigentlich insbesondere, dass jede Fraktion immer sagt, na, eigentlich wäre das ja ein tolles Thema und eigentlich wäre das ja was Tolles. Und es sitzen sogar drei Fraktionen in diesem Haus, die das in einem anderen Bundesland, nämlich in Berlin, umgesetzt haben. Da ging es eigentlich auch. Und da sind sogar noch zusätzlich die Kita-Beiträge kostenlos. Es ist möglich. Und alle schauen auf das liebe Geld. Und wer mal unseren Antrag durchgelesen hat und wer mir auch zugehört hat, weiß, dass wir das natürlich ganz bewusst in die jetzig kommenden Haushaltsdiskussionen einbringen wollen, eben weil wir gemeinsam mit Ihnen eine Finanzierung finden wollen. Das heißt, dieses Argument kann auf keinen Fall zählen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich möchte Ihnen, weil das auch zur Wahrheit dazugehört, die Menschen da draußen, die glauben Ihnen das ja vielleicht sogar. Sie sagen Ihnen, ja, jeder Euro kann nur einmal ausgegeben werden. Das ist richtig, wir haben kein Geld. Aber wofür hat denn dieses Bundesland Geld? Und ich habe mal wieder in den Haushalt reingeguckt oder auch in die vergangenen Jahre. Haben Sie eigentlich mal geguckt, wie Sie Ihren ganzen Versorgungsapparat in diesem Land hier aufblähen? Sie haben allein in den Jahren 2016 bis 2018 279 neue Stellen in Ihren Ministerien geschaffen. 279 neue Stellen bei einem Bundesland, was immer kleiner wird. Und vom 2018 bis 2021 haben Sie nochmal 223 neue Stellen geschaffen. Und allein in der ersten Periode waren davon 92 im Umweltministerium. Das waren nämlich die ganzen Versorgungsposten von den Grünen, die alle keinen Job mehr hatten und irgendwo reingebracht werden mussten. Da fällt das Geld vom Himmel. Über 60 Millionen Euro haben sich die Personalausgaben in den letzten 10 Jahren gesteigert. Dieses Bundesland gibt über 200 Millionen Euro jedes Jahr für Asyl und Integration aus. In Stendal bauen sie gerade eine zentrale Aufnahmeeinrichtung für über 50 Millionen Euro, die 12 Millionen jedes Jahr kosten wird. Überall regnet das Geld nur runter. Und wenn ich hier mal einen Antrag bringe für die Familien, für die Kinder, sagen sie alle, wir haben kein Geld für sowas. Also da soll sich jeder seinen eigenen Reim draus bilden. Und auch hier die Unterstellung von den Grünen ist der absolute Hammer, dass ich hier Arbeitslose und Arbeitnehmer gegeneinander ausspielen möchte. Genau das habe ich nicht. Ich finde es ist super, dass wir ein Land sind, die sozial benachteiligte Familien unterstützt. Und ich habe auf die Förderungsprogramme hingewiesen. Ich habe aber immer gesagt, dass es doch keine Motivation sein kann, wenn ich mich auf sowas verlassen kann. Ich muss doch trotzdem auch in dieser Gesellschaft einen Mehrwert haben, wenn ich fleißig bin und wenn ich arbeiten gehe. Und genau das wollten wir damit erreichen. Beide Teile sind nämlich ganz wichtig für unsere Gesellschaft. Aber das erklärt auch, warum Sie immer davon ausgehen, dass das Steuergeld vom Himmel fällt. Was denken Sie, wer das da draußen erarbeitet? Das sind die Menschen, die hinter hart arbeiten gehen, die früh aufstehen und die fleißig sind. Aber die bedenken Sie gar nicht in Ihrer Politik. So, ich möchte jetzt aber zum Abschluss kommen mit einem Punkt, der mir emotional noch sehr, sehr wichtig war. Im Juni diesen Jahres hatten wir eine Landtagswahl. Und ich hatte bei mir zu Hause etwas im Postkasten, nämlich das hier. Das ist ein Flyer von Herrn Staudt, der auch gerade hinter mir sitzt, von der CDU, der gemeinsam mit Herrn Haseloff Wahlkampf betrieben hat. Ein Infoflyer der CDU. Und hier sieht man unsere 10 wichtigsten Anliegen für unsere Heimat. Und da steht es drin, kostenfreies Mittagessen in den Kitas. Und jetzt sagen Sie mir, das geht nicht, wir haben kein Geld für sowas. Wie doll kann man den Menschen da draußen eigentlich in die Sicht lügen? Und wie kann man das mit seinem Gewissen vereinbaren, meine sehr verehrten Damen und Herren? Aber da ja auf diesem Flyer noch was steht von Herrn Staudt, nämlich ich stehe für Gradlinigkeit, bin ich jetzt mal gespannt, wie er bei diesem Antrag abstimmen wird. Er hat jetzt die Chance, kostenfreies Schulessen, kostenfreies Kitaessen einzuführen. Ich bin gespannt über Ihr Abstimmungsergebnis. Vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Okay.